Da kommt sie schon, die Ursi. Ja. Haben uns jetzt einen Tisch bestellt oder halt die Uhrzeit angegeben. Heute Abend um 18 Uhr gehen wir lecker dinieren. Nicht zu den Nieren, sondern dinieren. Ursi ist heute ein bisschen vornehm. So, und jetzt müssen wir schauen, jetzt geht es nämlich los auf erstmal auf Tour. Wir haben uns eine 50-Kilometer-Tour rausgesucht und wir machen das so, dass wir das offline planen auf Komoot. Ja, und dann tun wir die Datei auf unser Neon übertragen. Das seht ihr hier, da ist es eingestellt. 54,4 Kilometer. Wenn wir durchradeln, sind wir um 13.50 Uhr wieder da. Naja, also das radeln wir ja nicht durch. Wir radeln nicht durch, nein. Weil wir müssen ja immer zwischendurch mal euch berichten, wie es uns so geht. Ja, und außerdem brauche ich eine Pause zwischendrin. Ja, das auch noch, ja. Also los geht's, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, wir sind im Urlaub, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Also kommt mit. Es gibt elektronische Geräte, die sind eigentlich für den Müll gedacht. Ich meine, ich finde das NIO nicht schlecht, das muss ich mir ganz klar sagen. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Viertelstunde höchstens. Ja, also 3 Kilometer. Ja, 3 Kilometer. Bei 54,4 sind wir gestartet und jetzt sind wir bei... Ja, sind 3 Kilometer ungefähr. 55,2. Kaum bin ich links abgebogen, wie es das Neon gesagt hat, sagt es, nee, hättest rechts abbiegen müssen. Jetzt schickt uns das Neon auf die rechte Seite und siehe da, nur zum Umdrehen. Da vorne ist nämlich nur ein Bauernhof. Und da sollen wir jetzt dann umdrehen und wahrscheinlich zurückradeln. Neon, du hast einen Vogel. Also wie gesagt, wir sind an sich zufrieden, aber das Gerät hat echt deutliche Macken. Ich weiß es nicht, ob ich das nur weiterempfehlen kann. Stinkesauer bin ich, stinkesauer. Gell? Und das, wo wir uns so eine große Tour rausgesucht haben. Ja, eben bei einer 10-Kilometer-Tour wäre es ja wurscht, ja, aber wir haben eine 50-Kilometer-Tour rausgesucht und jetzt fahren wir da schon etliche Kilometer. Also es ist unerträglich ist das. Ja, wir machen jetzt das Beste draus und meine Verärgerung werdet ihr noch öfters heute wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen müssen. Also spätestens um 18 Uhr sollte man halt auf dem Campingplatz sein. Ja, ich hatte schon wieder Angst, dass ihr Essen verpasst. Ja. Klar. Jetzt fahren wir weiter. Ja. So, da sind wir wieder, wo wir schon mal waren. Holländische Gegend, oder? Ja, klar. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir waren vor ein paar Tagen in der Sahara. Und ja. Hier steht das ideale Fortbewegungsmittel. Genau, wir verlinken die Sahara mal. Wo? Da oben. Da. Ist doch egal, irgendwo halt. Auf jeden Fall, hier steht's. Und die Eselchen gleich dabei. Süß. Wir müssen leider weiter, aber schön war's.
Also die Holländer, das ist ja das Land der Fahrradfahrer, ja. Und was ich nicht verstehen kann, ist, wir müssen denen vorkommen wahrscheinlich wie Außerirdische mit unseren Fahrradhelmen. Kein Mensch trägt hier Fahrradhelme. Also ihr Holländer, das ist nicht ungefährlich. Ja, muss man mal das Wort aussprechen. Und ein mahnendes Wort von jemandem, der mit seiner Kamera auf dem Fahrrad sitzt und dauernd mit der Kamera pappelt, das ist ja dann wohl angebracht. Und wieder typisch niederländisch. Alpakas. Hallo. Das sieht aus, wie wenn die gerade geschoren wurden, oder? Sieht so aus, ja. Könnte man einen Pullover kaufen. Ja, der ist schön weich. Was auf ihm immer da steht, die Mühle ist auf jeden Fall schön. Da haben wir die Ursi. Da haben wir die Milchsteine. Und das ist die Mühle von? Fackert. Von Fackert. Und die ist wohl einmalig, weil es eine Mühle und gleichzeitig eine Müllerswohnung ist. Aber sie ist wohl nicht mehr in Betrieb, war bis irgendwann eine Kornmühle. 1862 habe ich gesehen, ist sie wieder aufgebaut worden. Okay. Und ist was Besonderes. Ja, und da ich ja eigentlich eine Mühle sehen wollte, wenn ich schon in Holland bin, ja, Klischee bedienen, sind wir jetzt hierher gefahren. Genau. Schön, fahren wir weiter. Nein, jetzt machen wir erst eine kleine Trinkpause. Oh. Hoppala. Seht ihr, mein Rad fällt dauernd um. Weil es immer schimpft und dann fährt sogar das Rad davon. Ja, jetzt machen wir erst eine kleine Trinkpause und dann fahren wir weiter. Gut. Das ist die hässliche Seite von Holland. Wieso hässliche Seite? Eindeutig, die eine Kuh wird gemobbt. Ja, sie ist etwas anders gefleckt. Nein, nicht nur gefleckt. Ja, ja, und deswegen wird sie gemobbt. Die Gruppe hat sie ausgeschlossen. Nein, guck mal. Ja, ja, jetzt pass auf, jetzt geht es gleich weiter, wenn sie kommt. Nein. Doch, das ist so. Das gibt's doch unter den Tieren nicht. Also fahren wir weiter. So, kommt mir alles vorbei? Kannst du ein bisschen abgebrochen? Ja. Dann machst du mit 2 Euro hin. Vielleicht sind wir von der Gruppe auch. Ja, also, ja. Mal sehen, wer. Das ist zu klein. Ja. Mal gucken, ob ich den Schlaf. Ja, hij is niet van plan om zo. Ganz, ganz koosje is er niet. Echt niet van plan om ons langs te laten.
Ja, ein bisschen vorbeiradeln schnell, oder? Was? Schnell vorbeiradeln. Ich weiß nicht. Schwimmen. Oh nein. Ist da auch nicht so gut. Ein anderer Weg? Nee. Nicht mehr vorbei, aber du hier. Wir brauchen nur einen Mutigen, der es wegscheucht. Der blustert sich ganz schön auf, du. Ja, was machen wir jetzt da? Keine Ahnung. Gibt's einen anderen Weg? Da musst du noch vorbeikommen. Das geht doch nicht, dass der Schwan mir bestimmt, wo ich fahre und wo nicht. Ja. Vorsicht. Weißt du, wenn der auf dich drauf geht, bist du ganz schön weh. Ja, vor allen Dingen, wenn wir zusammenrumpeln, das ist natürlich blöd für beide. Nee. Oh je. Wil je er langs de zaal? Ik vind het een beetje eng. Ich werde den Rucksack. Kleine Rudenänderung, was sie? Ja, also die Schwäne lassen uns nicht vorbei. Ich traue mich nicht. Also man könnte ja mit einem Affenzahn vorbeifahren, aber bis jetzt hat es noch niemand geschafft. Die Leute, die hier waren, und zwar bestimmt 10 Leute, die sind alle wieder umgedreht. Nee, mit so einem Schwan möchte ich mich nicht anlegen. Also. Also ich traue mich da nicht durchfahren. Nee. Der hat da Junge und müssen wir eine andere Route suchen oder irgendwo ganz anders hinfahren. Das kann doch nicht sein, oder? Ja. Ja, super. Oh, da kommen zwei ältere Damen, die haben vielleicht Mut. Ah, jetzt gehen die Jungen weg. Hm? Ah, nee. Ja, zwei sind im Wasser. Ja, sie werden so gut. Ja, zet water maar in. Schuif maar een beetje opzij. Ik wil nog niet vallen met de fiets. Oké. Ja, hij wordt een kwaad, ja. Ja, daar komt een fahrrad. Oh ja. Nu komt iemand anders aan, ja. Ja, oeh. Ja, denk ik, ben wel best. Zo val ik het af voorbij. Ja, je moet hard fietsen, ik heb in de gaten. Anders lukt het niet.
Tages. Ein kleines Abenteuer. Mensch gegen Schwan. Ja. Mensch, Sieger. Der Schwan hat uns mehr Angst eingejagt als wir ihn. Geschafft. So. Weiter geht's. Kleines Abenteuer am Rande. Radfahrer gesehen mit Helm, noch keinen, und wir sind jetzt schon etliche Kilometer unterwegs. Unglaublich! Macht Spaß, Rosi? Ja, macht sehr viel Spaß. Es ist wirklich ganz toll zum Fahren hier. Allerdings, es geht ein ganz schönes Lüftchen und ich bin froh, dass ich ein E-Bike habe. Ja, das ist so und so. Jetzt eine Pause und guck mal, der Storch dahinter ist gerade wieder gekommen. Also auf jeden Fall machen wir hier jetzt eine. Schau mal, der Storch, dreh mal schnell, dreh mal die Kamera nach hinten. Ah ja. Also wir machen jetzt hier eine Pause und essen dazu holländische Kekse. Schmecken sogar richtig lecker. Wir sind nämlich gestern, ich muss euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, ja, was natürlich typisch für mich ist. Wir sind ja gestern angekommen auf dem Campingplatz De Luttenberg. Und unser Kühlschrank war ziemlich leer, so haben wir uns entschieden, noch nach Luttenberg reinzufahren und ein paar Einkäufe zu tätigen. Haben wir auch gemacht. Wir sind nach Luttenberg gefahren, in einen Einkaufsladen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja eigentlich auch noch eine Milch mitnehmen könnte. Also zum Kühlregal. Ja, und wie das halt so ist, da stehen x Tüten mit Milch. Ja, und jetzt war natürlich guter Rat teuer. Was nehme ich jetzt mit? Dann habe ich eine gesehen, da war eine schöne Kuh drauf und die war etwas teurer. Dann habe ich gedacht, okay, nehme etwas die teure, denn ich will ja was Gutes haben. Also eingekauft, heute Morgen beim Frühstück, was soll ich euch sagen, nehme ich die Milch, leere sie in meinen Kaffee und denke, ist die Milch schlecht, kann gar nicht sein, Haltbarkeit ist noch ewig. Dann gucke ich genauer nach, ist halt immer noch die Milchkuh drauf. Da habe ich gedacht, ich schaue mal lieber nach, was das eigentlich für eine Milch ist. Habe auf Google nachgeschaut und was ist es?
Buttermilch. Also die Milch ist zwar super, aber für einen Kaffee nicht zu gebrauchen. So, die Geschichte wollte ich euch noch erzählen und jetzt esse ich diese Kekse und die sind nämlich wirklich lecker. Also Uzi, eins kann man sagen, im Gegensatz zu Deutschen sind wohl die Holländer nicht auf den Kopf gefallen. Nee, ganz und klar nicht. Hast du schon Holländer gesehen mit Badehelm? Nein, natürlich nicht. Also mir fallen hier, glaube ich, auf. Denn ja. Was ist der Unterschied zwischen einem holländischen und einem deutschen Fahrradfahrer? Ganz einfach, ein Helm. Ich habe noch keinen hier mit Helm fahren sehen. Ich auch nicht, unglaublich. Ja, also, aber wir fahren eisern mit Helm. Und nicht einmal bei den Schwänen vorbei. Ja. Bei der Ossi ohne Kultur nichts geht, haben wir auch noch ein Schloss gefunden, was wir uns anschauen müssen. Ja, und das ist bekannt, weil das da so viele Exponate drin hat. Gut. Also schauen wir es uns an. Ja. Bin begeistert. Das Schloss ist jetzt ein Museum. Aha. Für bildende Kunst. Gut, und willst du da reingehen und dir das anschauen? Ich weiß nicht. Wenn alle reingehen, gehen wir auch rein, oder? So, das ist der Skulpturengarten und da gehen wir jetzt nicht rein. Die Ossi hat mir das erspart, weil ich laufe ja eh nicht mehr so gut. Und da sind wir jetzt nicht reingegangen, weil das wäre eine Wanderung durch den Garten. Aber wer hier vorbeikommt und gut zu Fuß ist, ja. Der kann sich das anschauen. Das ist bestimmt interessant. Es sind ja sehr exponierte Gegenstände oder Skulpturen. Exponierte Skulpturen sollen da drin stehen. Gut, ich brauche die nicht sehen. Wen es interessiert? Wir sind wieder angekommen bei Kemming-Lundenberg und ich muss sagen, 5 Kilometer weniger wäre gescheiter gewesen als 5 Kilometer mehr. Aber es war absolut in Ordnung. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? 60,54 Kilometer. Und zum Navi? Neon muss ich noch was sagen. Kann es sein, dass ich da heute früh geschumpfen habe? Ziemlich also, laut sogar, ja. Das dürft ihr nicht so ernst nehmen. Ja, das hat einwandfrei funktioniert. Ich verlinke auch da gerne mal hin. Wir haben jetzt einmal die Karten bei Komoot runtergeladen. Und die haben wir benutzt und aufs Neon aufgespielt. Und es hat super funktioniert. Das heißt, du hast heute Morgen geschielt, oder? Ich weiß es nicht, was das war. Also, ja. Nee, das Navi hat mir falsch angezeigt. Nein. Wir fahren es nochmal nach. Ja. So, und jetzt seht ihr da, wir sind am Ziel, aber es steht da noch 100 Meter. Mhm. Und es hat einfach damit zu tun, dass ich am Güstel die Strecke eingestellt habe und der lotst uns jetzt die letzten 100 Meter noch. So. Achtet durch. Ja. Jawohl, bitte sehr. So, und was gibt es noch zu sagen, Uzi? Wie hat es dir gefallen? Es war eine super schöne, tolle Radtour. Ja, und ich kann also wirklich nur sagen, ich bin begeistert. Erstens, Holland gefällt mir sehr gut.
Und wie wir jetzt da die Strecke rausgesucht haben, zur Rundstrecke, war schön. Ja, waren einige Kilometer, mein Bob, das merke ich. Ja, ich auch. Aber ich hoffe, euch hat es auch gefallen, da dabei zu sein. Mhm. Ja. Ja. Wir berichten, jetzt stellen wir das Video dann irgendwann online und dann fahren wir schon zum nächsten Campingplatz. Ja, genau. Ja, und einen Bericht über diesen Campingplatz hier, den Lundenberg, bekommt ihr auch von uns. Ja, und wie heißt es hier so schön? Todsieg. Auf Deutsch, auf Wiedersehen. Unter Vorbehalt. Bin kein Sprachgenie. Deshalb sage ich einfach tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr kurz einen Daumen da lassen. Nichts dagegen. Wir haben uns auf jeden Fall angestrengt, um dieses Video zu machen. Ja, der Bob, es tut ganz schön weh. Also macht's gut, ne? Also, bis dann. Ciao. Tschüss.